Als ich sie so schlafen sah, ließ ich das Boot sich neigen, langsam auf die Seite, genau auf die Seite, auf der sie schlief, und leicht die linke Wange stützte, das blaue Auge, das schwarze Leid der Träume. Und als ich sie so schlafen sah, vergaß ich zu steuern und dachte an die Worte eines Gedichts, das noch nicht geschrieben war und deshalb das schönste aller Gedichte war, so heiter, so zart wie ihre Haut, die einer Frau fast schlafend, fast wachend, so vollkommen wie ihre unnahbare Gegenwart auf dem Bett. Trügerische Nähe, um sie zu betrachten, als könnte ich sie wirklich besitzen, dort in der hellklaren Zone, wohin nicht die Silben beim Beten dringen und nicht der Klagelaut der Blicke, die herankommen wollen bei der falschen, heuchlerischen Vertraulichkeit der Träume. Christina Peri-Rossi hat ihren Gedichtzyklus überschrieben: Bericht eines Schiffbruchs. Geboren vor 80 Jahren in Montevideo in Uruguay, ist sie 1972 emigriert nach Spanien, nach Barcelona. Dort lebt sie heute noch, 80-jährig, so alt wie meine Eltern. Und sie hatte damals diese Vorzeichen der Diktatur gespürt, gemerkt. Ein Jahr später wurde Allende umgebracht in Chile. Und sie ist vorher schon gegangen und hat das Land verlassen. Und hatte Glück. Und ich muss mich erinnern an eine Freundin, die bei mir mit in der Klasse war, in der Grundschule, in der, na, wie wir in der DDR gesagt haben, POS, oder das so genannt wurde, POS. Nämlich, sie kommt auch aus Montevideo, lebt mittlerweile wieder in Montevideo, in Uruguay, aber ist damals mit ihren Eltern emigriert, die auch Kommunisten waren und mit der sozialistischen Freiheitsbewegung in Chile in Verbindung standen und deshalb auch emigrieren mussten. Also wir hatten Chilen und eben ein Mädchen aus Uruguay, aus Montevideo in der Klasse. Und das sind meine Erinnerungen daran. Deshalb heute das Gedicht, das Bootgedicht, das Schiffsgedicht von der Christina Peri-Rossi. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Heute ist ja Mittwoch der 29. Dezember 2021, der letzte Mittwoch des Jahres. Alles gibt es ein letztes Mal, wie Gerhard Schöne schon gesungen hat. Bis morgen.